hauen ab. Was, die müssen zurückkommen? Ich glaube, die haben genug. Scheiße, das ist schlecht für uns, Mann. Wieso? Weil in dem Fall kommen einfach schöner ist als gehen. Wir wollen, dass ihr kommt. Und zwar zu uns ins Tal der Skorpione. Am 22. Juni. In die Schauburg Karlsruhe. Glaubst du, das ist eine gute Idee? Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Aber es gibt ja Gott sei Dank noch einen Plan B. Und zwar am 23. Juni, einen Tag später, im Innenstadt-Cinema-Kino in Stuttgart, in der Königstraße 22. Ja, aber die FSK. Was soll mir das sein? Nee, die haben uns doch diesen Brief geschickt. Was denn für ein Brief? Na hier. Die Inszenierung ist so wirkmächtig, dass eine Desorientierung und Desensibilisierung für 16-Jährige nicht ausgeschlossen werden kann. Patrick, es ist verantwortungslos. Verdammt! Ist halt ab 18. Hab ja auch nie gesagt, dass ich hier einen kinderfreundlichen Film drehen will. Tal der Skorpione ist nämlich eine Hommage ans 80er-Jahre-Action-Kino. Das heißt, da geht's auch nur mal zur Sache. Und du bist der Hauptdarsteller. Neben Ralf Richter, Kurt Oliver Rudolph, Martin Semmelrocke, Kurt Berger, Michaela Schäfer. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Also, 22. Juni in der Schauburg in Karlsruhe. Kommt vorbei, falls ihr an dem Tag bereits verplant seid. Einen Tag später sind wir in Stuttgart im Stadtkino Cinema in der Königstraße 22 und freuen uns auf euch. Kommt vorbei. Und nicht nur wir, sondern auch andere tolle Schauspieler sind vor Ort, um mit euch Spaß zu haben, um sich euren Fragen auszusetzen, um Fotos mit euch zu machen und eine Autogrammstunde. Und bombardiert uns mit euren Fragen. Apropos Bombardierung, ich glaube, ich habe da was gehört. Okay, wir sehen uns.